Willkommen Freunde hier auf meinem Kanal, mein Name ist Flo und wir schauen uns heute den neuen Track von Dame zusammen mit Freshmaker an. Lange haben wir gewartet auf neue Sachen von Dame, ja? Ich freue mich drauf. So Freunde, hier haben wir jetzt das ganze Freshmaker und Dame. Ich muss sagen, Freshmaker sagt mir nichts, kenne ich nicht, den Dude, ja. Aber trotzdem, ihr habt mir den Track vorgeschlagen, weil es eben was von Dame ist. Und wir haben uns echt lange nicht mehr angehört, Freunde. Falls ihr trotzdem neu sein solltet, könnt ihr hier oben ans i klicken. Da habe ich meine Dame-Playlist für euch verlinkt. Da könnt ihr euch alles ansehen, was ich mir von Dame bis jetzt angesehen habe. Ja, zu Freshmaker kann ich wie gesagt nichts sagen, aber ich kann sagen, dass Dame ein sehr sympathischer, netter Mensch ist, ja. Ich war ja eingeladen, einmal in Bremen war ich bei ihm auf einem Konzert. Und er ist wirklich auch, er ist einfach ein sehr netter und offener Mensch irgendwie, keine Ahnung. Der hat mich sehr herzlich empfangen da. Es war ein sehr schöner Abend, den ich da hatte mit ihm zusammen. Und jetzt haben wir hier Trojanisches Pferd, einen neuen Track von ihm, ja. Ich habe mir vorgeschlagen, dass wir das ansehen sollen, Freunde. Und jetzt ist es soweit. Vielleicht werde ich ja Freshmaker auch für mich gewinnen. Ich denke schon. Interessante Kombination. Der erste Feature-Track auch, den ich mit Dame höre, ja. Ich bin gespannt, Freunde. Los geht's. Das Mic in die Hand und plötzlich hat Track wieder Handlung. Ich fresse mich ins Game wie ein Bandwurm. Siehst du vor der Bühne diesen Ansturm? Ansturm? Wurde bei die Fische. Wir sind die Besten und wir wissen, es bringen Hallen zum Beben, denn wir sind wieder on Tour. Tiroler würden sagen, ja, so ich es, ich es. Sie warten. Oh, warte, ist Freshmaker nur der Beat Producer? Freshmaker Beats. Oh, das kann natürlich sein, dass Freshmaker den Beat gemacht hat. Das würde Sinn machen. Ja, Gast Dame und er ist Executive Producer. Alright, das bedeutet, wir haben hier nur Dame als Vocal, aber der Beat ist vom Freshmaker. Okay. Wir sind wieder on Tour, Tiroler würden sagen, ja, so ich es, sie warten, Schweiß gebadet, dass endlich das Line-Up startet, beim Toltates, was für ein Neck, das hört sich an, als ob er live nicht atmet. Boah. Ein anderer Naht ist ermüdet, man bei uns ist die Showknöcke voll bis zum Bühnenrand, der Grund, wir sind immer noch dabei und genießen diesen Hype, denn solange man nicht schwören kann, ist es noch nicht vorbei. Wir machen weiter, bis die Anlage platzt, bis der Sachwalle ist und der Notgenerator versagt. Und selbst dann bleiben wir noch die halbe Nacht mit euch wach, bis der Barkeeper sagt, er hat nichts mehr da, komm schon, mach die Flasche ins Glas. Es gibt keinen, der die... Oh, ich hab das vermisst, Alter. Also erstmal die Stimme von Dame habe ich vermisst. Ich muss mir allgemein auch wieder mal die älteren Tracks öfter anhören. Aber eben auch jetzt diese Musikalität, die Hook ist einfach echt krass, Mann. Und bis jetzt auch von Freshmaker. Der Beat hört sich so ein bisschen futuristisch an, würde ich fast sagen. Aber trotzdem so ein Beat, der gut zu Dame passt, finde ich. Das ist einfach ein Beat, der wurde für Dame gemacht einfach, das merkt man. Ich wach, bis der Barkeeper sagt, er hat nichts mehr da, komm schon, mach die Flasche ins Glas. Es gibt keinen, der die Party hier stoppt, wir fressen den Veranstalter die Haare vom Kopf. Sprengen jeden Rahmen, denn wir kennen keine Warmen, unser Nightliner rollt durch die Stadt wie eine Lok. Wir kennen keine Normen, du hörst uns für Live-Performance. Kannst nicht fassen, was passiert und schon morgen beginnt der Scheiß von vorne. Was ist das? Wir rollen, was ist das? Wir rollen, was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Wir rollen, was ist das? Da auf Rollen, mein Pro. Das war eben noch gar nicht die Hook, Alter. Lul, das war eben noch gar nicht die Hook. Okay. Oh. Boah. Es fasziniert mich immer wieder, was Dame mit seiner Stimme hinbekommt, Alter. Was er mit seiner Stimme hinbekommt. Boah. Das ist echt gut, Mann. Ich war aber auch auf Entzug, Freunde. Ich war auf Entzug. Ich habe mir so lange nichts mehr angehört. Es kam auch lange Zeit nichts mehr. Das Neueste, was rauskam, war entweder Legendenstatus oder der Fortnite-Track. Aber ich glaube, der Fortnite-Track kam nach Legendenstatus raus, ja. Und das waren halt die letzten beiden Sachen, die ich mir angehört habe. An neuen Stuff von Dame. Boah. Der Boy muss wieder mehr Mucke machen. Oh. Oh, ja, Mann. Meine Crew und ich laufen zur Bestform auf. Gib mir einfach das Mic und du hörst den besten Rapper des Landes, der unvergessen bleibt, so wie Ramses rettet, tettet, Angriff deine. Ey, Real Talk, Alter, jetzt zerreißt Dame sogar auf Trap, holy shit, also sehr ungewohnter Style für ihn. Ja, er macht natürlich eher so diese klassischen Rap-Sachen, sag ich mal, und mehr so, klar, er macht viel mit seiner Stimme, mehr melodischen Stuff, aber jetzt so dieses Trap-mäßige kennt man von ihm eher weniger, aber da rasiert er auch drauf, Alter, krass. Boah.
Und auch Ramses, alter Ramses, ist mein lieblingsägyptischer Gott, ja. Ich weiß nicht, aber ich so Mythologien und so feiere ich komplett, Alter. Und mein lieblingsägyptischer Gott ist Ramses, Alter. Ehrenbogenschütze. Bam. Aus dem besten Rapper des Landes, der unvergessen bleibt, so wie Ramses rettet. Angriff, deine Crew erstickt im Kuhm ist und denkt, sie hat sicke Tunes. Mit Doch stepp ich mit dem Mic zu vorn, dann weiß jeder, wir sind lit wie Louis. Wir sind lit wie Louis, lit, lit, lit wie Louis. Wir sind lit wie Louis, lit, lit, lit wie Louis. Es gibt keinen, der die Party stoppt, denn solange wir am Max sind, wird der Laden gerockt. Du bist mehr von uns, Alter, sag ich dir doch, unser Nightliner rollt durch die Stadt wie ne Lok. Wir kennen kein Benehmen, denken nicht dran heimzugehen. Und wenn ihr heute feiern wollt, braucht ihr uns nur das Mic zu geben. Was ist das? Wir rollen, was ist das? Wir Boah, rollen, was schöne ist Hook, das? Mann. Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Ich liebe das, wenn er hier Turbos leer sagt, wie seine Stimme dann so ins diese sehr tiefe reingeht. Boah. Was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Ja. Wir rollen, was ist das? Da auf rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Wir rollen, ja, ja, wir rollen. Ist so gut, mal wieder diese Stimme zu hören. Auch hier Grüße, wie gesagt, am Freshmaker. Sehr schönes Instrumental, sehr, sehr schönes Instrumental. Was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Wir rollen, was ist das? Da auf Rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Was ist das? Boah, gönn euch das Instrumental, Mann. Was ist das? Wir rollen, was ist das? Da auf Rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Boah, echt ein schönes Instrumental. Boah, das gefällt mir gut. Echt schön, Alter. Boah, das hat sehr gut, mal wieder was von Dame zu hören, Leute. Freunde, ich würde sagen, man konnte zu einem kleinen, großen Mini-Fazit. Wir waren alle ein bisschen auf Dame in Zug, Freunde, sind wir ehrlich. Ja, es hat sehr, sehr gut getan, mal wieder was von ihm zu hören. Jetzt eine Kombination mit Freshmaker, einem Beat-Producer, den ich so noch nicht kenne, ja. Jetzt habe ich das erste Mal irgendwie was von ihm gehört und ich fand es echt schön. Ja, ich fand es echt schön. Sehr schönes Instrumental. Hat gut zu Dame gepasst. Auch wenn jetzt overall der Track ein bisschen ungewohnt war für Dame. So leichte Trap-Elemente waren damit drin. Ja, einfach eine ungewohnte Mischung irgendwie so, was man von Dame nicht unbedingt kennt vielleicht, aber was gut angekommen ist bei mir zumindest, ja, also er hat gut abgerissen da drauf, es hat gut zusammengepasst, und es hat einfach echt wieder gut getan, was von ihm zu hören, Freunde, er muss wieder mehr Mucke machen, ja, bitte Dame, ja, das war auf jeden Fall echt schön, Mann, mal wieder was von ihm zu hören, und auch sonst, die Hook war krass, Mann, allgemein sein Flowwechsel. Ich muss euch Dame nicht erklären, Freunde. Ja, es hat sehr, sehr gut getan, mal wieder was von ihm zu hören. Schreibt mir gerne rein, wie ihr es fandet. Ich werde natürlich ganz oben für euch das originale Video verlinken, dass ihr da ein bisschen Support drauf geben könnt. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video auch irgendwie, nicht das Video, aber den Track downloaden könnt. Ja? Also wenn es ihn auf iTunes und so gibt, werde ich das auf jeden Fall auch reinpacken. Dann würde ich sagen, war es das hier mit diesem wunderbaren Video. Falls ihr jetzt Bock habt, solltet mehr von mir zu sehen, Freunde, kommt ihr hier unten zu meiner Dame-Playlist. Das sind alle Videos, wie gesagt, drin, die ich mir von Dame jemals angesehen haben sollte. Ansonsten hier oben ein Video, was du dir schon ansehen möchtest jetzt. Danke sehr dafür. Und dann grüßen wir die Ehrenleute Simon, Adidas 020, Edoras, Easy, Philipp und den netten. Bis dann, bleibt fresh, Freunde, und ciao.